Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator. So. Wir bekommen bestimmt wieder die nette Dame vom letzten Mal, oder? Die war doch toll hier. Das ist auch eine Dame, aber das ist nicht die vom letzten Mal. Alles klar, fährt los und wird durch ein Objekt blockiert. Alles klar. Und sonst so. So, jetzt fangen wir da mal in der Mitte an. Und dann, Gottes Willen. Wer hat denn hier das Stroh abgefahren? Fürchterlich. Alles durcheinander hier. So, brauchen wir denn noch irgendwelche Gerätschaften? Also wir haben eine Sämaschine, wir haben einen Grupper, einen Tiefenlocker, den Pflug, den habe ich nur geliehen, aber den, ja, da würde ich hier gerne noch am Feld ein bisschen was tun. Ansonsten haben wir erstmal. Achso, nee, ein Stegel oder sowas. Ja, wir brauchen noch einen Stegel, das ist richtig. Aber wenn man das Feld immer relativ gleich aberntet, dann kommt immer gar kein Unkraut. Ich denke, das Unkraut wächst immer erst dann, wenn das Feld über die über den ersten Erntereifstatus hinausgeht. Dann kommt Unkraut. Ja, aber ansonsten haben wir erstmal alle Grundmaschinen, bis auf halt den Stegel, den müssen wir uns noch kaufen. Obwohl, da würde ich erstmal warten, ob wir den überhaupt erstmal brauchen. Aber aktuell habe ich ihn noch nicht gebraucht. So, und weg damit. Wie, du hast die Arbeit erfolgreich beendet? Na, hätten wir doch die. Hätten wir doch die andere behalten. Mensch, na. Alles muss man selber machen. Fürchterlich.
Jetzt zeig mal, wo du deine Arbeit beendet hast. Mhm. Ja, nee, ist klar und so, ne? Da geht noch was, würde ich sagen. Da geht noch was. Ja, dann kann man da schon. Nee, kann man nicht. Ich muss erst hier Dünger Kalk. Ich muss Dünger Kalk steuern. Ja, und was machen wir dann, wenn wir das haben? Naja, schauen wir mal. Dauert ja noch ein bisschen, bis wir beide Felder bestellt haben, ne? Ich meine, schön wäre es, wenn da wieder ein paar Düngemissionen wären. Da kriegt man nämlich wieder schön Geld rein. Und dass man dann auf jeden Fall versucht, eins der Felder zu kaufen, wo ich vorhabe, meinen Hof zu bauen. Gibt es ja mittlerweile schon ein paar schöne Mods, also ein Kuhstall und Hallen und so weiter. Könnte sehr interessant werden. Und wenn man dann auch ein bisschen Geld übrig haben, dann werde ich noch mit den Sandburgen hier einen Weg pflastern. Zwischen den Hallen und so weiter. Jawohl, der wird dir wieder fast voll. Das ist schön. Lol. Die kleinen Fitzel haben immer neu gepasst. Verkaufen. Ob es wieder 2154 gibt. Ah, der Strompreis ist auf jeden Fall stabil.
Ich hätte vielleicht schon Bock, da irgendwann Pferdestall hinzubauen, ne? Aber ich habe keinen Platz da unten. Da müssen wir die ganzen Bäume wegholen. Und den Short kriege ich auch nicht weg. Das ist ja das Problem. Ein Shorthaufen da hinter uns im Haus, den wir noch wegbekommen würden. Und hier vorne könnte ich vielleicht noch mal. Das ist auch blöd. Hier können wir da noch durchfahren. Da, oder? Uiuiui, das geht ganz schön alter Schwede, geht's da den Armen auf. Uiuiui. Auch da ist das Fundament, was ich da vorhin direkt fand. Das schaut echt schon scheiße, was du da gemacht hast. So, dann gehen wir jetzt mal da um den Wandering tiefen lockern. Halt vorbei. Fix. Naja, gut, wie ist es erst erwischt. Okay. So, dann. Wie viel ist noch drin? Achso, du könntest eigentlich. Naja, lieber nicht. Ja. 500 Euro für Lohnzahlung. Was bist du deppert? Oh, komm mal her. Hey, komm mal her. Kannst du hier mal. Kannst du. Da haben wir Platz. Einmal I. Ja, das ging schnell. Wollen wir den gleich aufrüsten? Das Volumen. Ich habe auch den kleinen Steuerteller nur darauf, ne? Davon brauchen wir jetzt jede Menge Kalk, ne? Das bin ich mir ziemlich sicher. Das war einmal kurz gesehen, aber da war der Verbrauch schon sehr enorm. Und das war nur ein sehr kleines Feld. Big Pack sind 2000 Liter, ne? Ich denke, wir brauchen mindestens 8. Ja, wenn nicht sogar noch mehr. So, Shop. Also, Big Bags, Rip, Kalk.
Okay, das sind jetzt 8 Stück. Das dauert aber lang da. Das ist das Knife-Film, das dauert eine halbe Stunde und rausgepumpt sind 3000 Liter innerhalb von Sekunden. Das ist dann fast ein bisschen witzig. So, das da ist auch eine. Ja, ich mache die jetzt absichtlich erstmal da in die Mitte weg. Nicht, dass ich dann außersehen mal Dinger statt Halt einlade. Das wäre gut ausklappen, sie sehen gleich. So. Okay, jetzt darf man keiner in die herkommen, sonst arme den weg. Mit 9000 Liter Kalk hinten drauf. Und ein Schlepper. Da geht was. Ein bisschen langsam um die Kurve, weil das der Düngersteuer schneller um die Kurven fährt wie ich. So, und los geht der Spaß. Kann ich das eigentlich vom Helfer auch machen lassen? Schon, oder? Oder, naja, gut, ich bräuchte sowieso den zum Fliegen. Na gut, das könnte eigentlich ein Vierer machen. Hier das Ding steuern. Das ist schon mal eher 1000 Liter gleich verbraucht. Wahnsinn. Ja, gibt dir den Verbrauch, das ist doch der Hammer. Wahrscheinlich hätte ich irgendwo da nicht gemacht. Naja, zumindest ist dieses Gefühl, das ist schon richtig. Das wird ganz Baumstämme drin.
Alter, krass, wie das ausschaut. Das ganze Feld war weiß. Der war nicht schön. Ach, den Schnarr. Alter, das sieht so krass aus. Hammer! Und der Verbrauch, das ist verheilbar, ey. Jetzt gehen wir da mal hinten ein bisschen in die Ecken rein. Dann aktivieren. Warte. Nee, hat's gar nicht. Ich bin mal gespannt, ob unser Kalb da langt. Also an müssen wir so, können wir ja gleich noch grafen, weil dann ist er voll. Und dann könnte es gerade so noch lange. So, dann kaufen wir gleich mal noch einen. Yeah.
Kaufen. Ein fundloses Grundstück hier, da war ich auch noch nicht drin. Die Baumwollspinnerei ist das, ah. Ach, ist ja. Ja, Das ist ja keine Werkstatt drin. Ja, sau cool. Hier kann man sogar auf. Ja, schön. Ich mag das, wenn hier überall Leitern stehen. Lass ich hier mal ein bisschen umgucken. Oh. Ui. Das ist ein sehr hoher Turm. Da haben sie wieder Kaleiden aufgemacht. Ja, nett. Nett. Oh, was ist das denn da? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier ist auch noch so eine gute Baustelle. Hier reißt irgendjemand ständig Mauern ein. Ich weiß nicht, wer hier unterwegs ist. Das Kloster, da waren wir ja schon drin. In der Delfinlagune. So, jetzt ja. Hoppa, aus mit dem Kalk auf den Acker. Naja, wenn die Boden, wenn das eine Bodenwelle drin ist, ne, dann passt die Plane manchmal nicht so ganz, ne? Verschwindet die im Boden drin. Das sieht schon. Da ist er gerade eben voll. Das sieht ein bisschen funny aus.
Ja, also den zweiten Acker schaffen wir damit auf jeden Fall nicht mehr, ne? So viel ist klar. Na, super. So, jetzt schauen wir ja. Nee, jetzt lassen wir sehen, wie schaut unser Acker aus. Da drüben benötigt noch ganz viel Kalk. Achso, da habe ich ja ganz Stück irgendwie nicht gescheit erwischt, ne? Richtig. Jetzt ist leer. Schaut es besser aus? Naja, nicht ganz. Ist mir jetzt erwischt. So, okay, passen wir an. Und dann an Dampfstahler kommt dann mal hier, wird da auch hier am Hof. Die Gerätschaften sehen alle aus wie Sau. Aber dies und vieles anderes werden wir erst in der nächsten Folge machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hallo! Lasst ein Like und ein Abo da und ein Kommi. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!